Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer neuen Episode. In diesem Tutorial möchte ich gerne zeigen, wie ihr aus solch einer Porträtvorlage ein wunderbares, ausdrucksvolles Schwarz-Weiß-Bild machen könnt. Und bevor wir loslegen, sage ich euch noch meinen Namen. Mein Name ist Michael und ich hoffe, dass ich euch hier mit diesem Tutorial ein wenig Freude machen kann, weiterhelfen kann, neue Denkanstöße geben kann, die ihr weiterentwickelt zu anderen, besseren oder ganz gänzlich anderen Vorstellungen, wie man so etwas macht. Ich kann nur versuchen, hier meine Vorstellung zu zeigen und deshalb machen wir das so. Wir beginnen einfach damit, dass wir diese Ebene erst einmal duplizieren, schalten die untere Ebene aus. Rechte Maustaste auf das Bild, Farben, Abbilden auf Farbverlauf. Wir haben ja Vordergrundfarbe schwarz und Hintergrundfarbe weiß und somit haben wir hier schon mal ein Schwarz-Weiß-Bild erstellt. Im nächsten Schritt duplizieren wir diese Ebene, schalten die untere Ebene aus, gehen auf Filter, JMIC, machen das hier mal groß und suchen uns hier bei Details Octave Sharpening oder wie auch immer man das aussprechen mag. Und hier gehen wir hin und nehmen entweder Lightness oder Luminance. Bei Lightness ist es so, da müssen wir hier nochmal schauen, dass wir ein wenig hier die Skalierung zurückfahren und den Radius ein wenig erhöhen und den Threshold ein wenig erhöhen. Aber das wird mir einfach zu viel. Deshalb setzen wir das zurück und nehmen hier einfach Luminance und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt duplizieren wir diese Ebene zweimal, schalten die untere Ebene aus, gehen hin, stellen den Ebenenmodus hier auf Multiplizieren. Rechte Maustaste auf das Bild. Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Nun suchen wir uns eine Farbe und zwar nehmen wir hier das 40-40-40 Grau und ziehen uns diese Farbe in unsere eben erstellte Ebenenmaske hinein. Jetzt stellen wir hier unsere Standardfarben wieder standardmäßig ein, indem wir hier auf das Symbol klicken, suchen uns einen Pinsel und stellen uns erst einmal hier die Augen frei. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und versuchen wir das mal hier zu machen. Sieht man auch schon deutlich, dass wir hier mal eine stärkere Pinselspitze nehmen sollten. Und nun passen wir das Bild wieder ein. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Im nächsten Schritt duplizieren wir diese Ebene wieder, gehen auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner und hier nehmen wir einen Wert von 10, bestätigen hier wieder mit OK, rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Jetzt benutzen wir wieder unser Grau 40-40-40 und ziehen uns dieses Grau in unsere soeben erstellte Ebenenmaske hinein. Im nächsten Schritt gehen wir hin, stellen unsere Standardfarben wieder ein und werden erst einmal hier die Augen von dem Weichzeichner befreien. Auch hier die Augenbrauen befreien, den Mund und hier die Haare. Bei den Haaren machen wir ein bisschen größer hier und weil es hier auch dann nicht mehr im Großen und Ganzen im Hintergrund auffällig wird, wenn wir hier mal ein bisschen drüber pinseln, weil der Weichzeichner ist ja auch nur sehr schwach, aber der Ausdruck wird natürlich viel, viel besser. Rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen bzw. nach unten vereinen. Nun gehen wir hin, gehen auf Filter, JMIC und rufen uns hier bei den Details, Freaky Details auf. In dem Fall hier werden wir auch Luminance nehmen oder Lightness. Ich schlage mal vor, wir nehmen in dem Fall hier mal Lightness und bestätigen mit OK.
Im nächsten Schritt gehen wir hin, gehen auf Filter, verbessern, Wavelet and Noise. Wavelet and Noise findet ihr, wenn ihr bei Google eingebt, Wavelet and Noise, SCM, das ist die Endung des Skripts, und ladet es euch herunter und verbringt es in euren Skripteordner in GIMP. Nun werden wir hier das ein bisschen entrauschen, das Ganze, vielleicht noch ein bisschen, dass es nicht zu arg ist, und bestätigen erst einmal mit OK. Im nächsten Schritt gehen wir hin, rufen Filter, hoppla, rufen Filter GMIC auf und suchen uns hier Local Normalization. Bei Local Normalization lassen wir Luminance stehen, geben beim ersten Wert 37 ein, beim zweiten Wert geben wir ein 30, beim dritten Wert geben wir ein 28 und den vierten Wert lassen wir so stehen, wie er steht. Und bestätigen einfach mit OK. So, im letzten Schritt können wir jetzt, oder in den letzten zwei, drei Schritten, die wir einfügen können, wenn wir wollen, im Grunde genommen wären wir fertig. Hier original, ausdrucksvolles, schwarz-weiß Bild. Wir können jetzt noch Folgendes machen, wir können hingehen, können hier GMIC nochmal aufrufen, wenn wir wollen. Können hier auf Repair gehen. Und suchen uns hier Smooth Skin und können den automatisch hier drüber laufen lassen, wenn wir das wollen. So können wir noch ein bisschen weiterarbeiten hier. Wir können weitermachen, indem wir hingehen, rufen GMIC erneut auf, suchen uns hier bei Details Portrait oder Portrait Retusche, ja, oder Retouching, Retouch. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Mein Englisch ist ehrlich gesagt nicht so gut. Und hier suchen wir uns hier mit der Farbauswahl, mit dem Color Picker, suchen wir uns hier eine Farbe von dem Gesicht der Dame. Ein bisschen dunkler vielleicht, hier so. Und gehen mal hier zurück bei der Effekt-Deckkraft oder der Stärke auf 15 oder 20%. Nehmen wir mal 20. So können wir das weitermachen, wenn wir wollen. Jetzt müssen wir schauen, hat er das genommen? Ich würde sagen, ja, bestätigen wir nochmal mit OK. So kann man dem Ganzen hier noch ein kleines bisschen Ausdruck verleihen. Nacharbeiten, wenn man das will, indem man das eben hier noch so ein bisschen Porträtretusche macht. Muss aber nicht sein. Im letzten Schritt kann man nochmal, oder im nächsten Schritt kann man hingehen, kann auch hier auf die Dame hier noch ein bisschen Make-up verbringen, wenn man das will. Ja, und ja, da waren wir schon. Make-up ist hier. Und man kann die Standardwerte benutzen oder eben einfach nur ein bisschen mehr dieser Geschichte nachgeben und bestätigen mit OK. Was wir jetzt noch versuchen können, ist, wenn wir wollen, wir können nochmal versuchen, hier einen unscharf maskierenden Filter drüber laufen zu lassen. Natürlich wird es hier sehr, sehr brutal stark werden, auch mit den Standardeinstellungen schon. Deswegen gehen wir mal hier runter auf 300, minus also 0,300. Und dann kriegen wir hier noch so ein bisschen Klarheit hinein. Hier kann man noch ein bisschen hochgehen, auf 10 vielleicht. Schauen wir mal, wie das im Einzelnen sich darstellt. Und ich würde sagen, so kann man es lassen. Bestätigen mit OK. So. Jetzt können wir noch, wenn wir wollen, wir immer weitermachen hier. Wir können zum Beispiel über die Werte, können wir das Ganze noch mal ein bisschen mehr abdunkeln und dem Ganzen hier noch so mehr einen dunklen Touch verpassen. Ja, das machen wir aber nicht, das lassen wir einfach so. Ich würde sagen, so können wir es lassen, sind wir fertig. Ursprüngliche Vorlage dieses Bildes, ausdrucksvolles Schwarz-Weiß-Bild. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, ein paar Denkanstöße geben. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, schreibt mir doch einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch oder und schenkt mir ein Abo und diskutiert es vielleicht. Okay, in diesem Sinne herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.